BVB Total im Doppelpass mit der Telekom. Ich sehe viele deutsche Gesichter, deswegen fange ich heute mal auf Deutsch an. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zur Pressekonferenz nach unserem Sieg hier beim RSC Anderlecht mit Jürgen Klopp und wir können auch gleich mit Ihren Fragen starten. Für cette conférence de presse, merci, vous pouvez débuter avec vos questions. Felix Meininghaus. Felix, du musst ein bisschen lauter sprechen, wir haben keine Mikros hier. Okay. Nein. Neben dem Sieg, wie wichtig war es heute nach den letzten Negativerlebnissen zu Null zu spielen, Herr Klopp? Ja, grundsätzlich ehrlich gesagt, als Trainer ist das so das Beste, was man sich vorstellen kann. Allerdings muss man auch sagen, dass man, wir haben jetzt heute nicht irgendwie perfekt verteidigt, sondern wir haben leidenschaftlich verteidigt. Wir haben in vielen Momenten das sehr gut gemacht und in manchen Momenten haben wir auch ein bisschen Glück gebraucht. Das gehört zum Fußball dazu, das hat man dann heute. Und dementsprechend ist die Null stehen geblieben aufgrund der Verteilung der Torchancen, der Größe der Torchancen. Sind wir natürlich hochverdiente Gewinner heute, klar. Aber es war ein schwieriges Spiel mit einem perfekten Start und dann großen Möglichkeiten für uns, die wir nicht nutzen konnten. Und dann haben wir zweite Halbzeit sozusagen den Sack zugemacht. Das war dann cool, aber war richtig Arbeit erneut und zu Null gewonnen ist ja das Krönchen auf den drei Punkten sozusagen. Donc en plus de la victoire ce soir, comment vous sentez-vous au fait de ne pas avoir pris de but depuis la première fois depuis quelques matchs? Mais vous savez, c'est quelque chose qui est très bien pour un coach, même si ce soir tout n'a pas été parfait derrière. On a eu des moments positifs, on a eu un peu de chance aussi de temps en temps, mais nous n'avons pas été tout le temps aussi souverains. Tout dépendait des occasions d'Anderlecht, le moment où se passaient aussi les occasions. Mais je pense que nous avons mérité la victoire ce soir. On a eu un début parfait dans la rencontre. Ensuite, c'est un peu redescendu et en deuxième mi-temps, on a réussi à plier l'affaire. Mais bien sûr, pour un coach, c'est toujours bien de ne pas prendre de but. Jörg Weiler. Ich will ehrlich gesagt ungern über ihn sprechen. Ich bin jetzt nicht der allerabergläubigste Mensch, aber er hat einen richtigen Schlag auf den Fuß bekommen und ich würde gerne erst weiter über Kelly reden, wenn ich mit ihm geredet habe über den Schlag. Und das ist irgendwie so eine Stelle, die mich eher unruhig werden lässt. Und dementsprechend, ich kann über seine Wichtigkeit erst sprechen, wenn ich weiß, dass er beim nächsten Spiel wieder dabei sein kann. Ansonsten muss ich so tun, als wäre er völlig unwichtig, wenn er nicht dabei sein kann. Dementsprechend alle Lobhudeleien zu ihrer Zeit. Donc est-ce que tu pourrais nous parler de l'importance de Sébastien Kehl à son âge, à 34 ans, qui a vraiment stabilisé le milieu après la rencontre qu'il a aussi fait face à Arsenal? Ben oui, il est important, mais je suis un peu superstitieux, donc je voudrais d'abord voir avec lui le coup qu'il a reçu sur le pied, comment il se porte, et parler ensuite de son importance après le match, de savoir si on pourra l'utiliser pour le prochain match. Gibt es weitere Fragen? Gute Question. Was haben Sie gedacht so von dem Spiel von Anderlecht heute Abend? Na, unser Ziel war, Anderlechts Qualität nicht erkennbar werden zu lassen. Und das ist uns mit einem frühen Tor gelungen. Nicht über 90 Minuten ist uns das gelungen, aber es ist uns sehr häufig gelungen, ihr fußballerisches Potenzial nicht mehr Wirkung erzielen zu lassen. Und dementsprechend war das einfach für uns heute das Allerwichtigste, weil wir haben das Spiel auch in verschiedenen Phasen selber gemacht und dann waren wir schwer zu verteidigen, das muss man sagen. Das ist vielleicht nicht Anderlechts allergrößte Qualität, aber ihr fußballerisches Potenzial ist außergewöhnlich und das haben wir heute gut verteidigt. Dementsprechend war 75 Minuten richtig harte Arbeit für uns und vielleicht sogar 80 Minuten, weil da habe ich, glaube ich, erstmal auf die Uhr geguckt und dachte, okay, das könnte es gewesen sein und danach dann eben ein bisschen leichter. Aber wir mussten uns alles abverlangen, rund ums 1, wir haben 1-0 geführt, Beginn zweiter Halbzeit, ganz enge Phase und dann haben wir allerdings relativ cool die beiden Tore gemacht und die haben das Spiel entschieden.
Donc notre objectif ce soir, c'était justement de ne pas laisser briller l'équipe d'Anderlecht, que nous avons très bien réussi en marquant très vite dans le jeu. Ensuite, nous avons réussi à contrôler le match, mais pas tout le match. Mais c'est encore une fois ce qu'on voulait faire. On voulait pas laisser briller cette équipe qui a une bonne qualité au niveau du football. Donc c'était important pour nous. On a beaucoup travaillé jusqu'à la 75e, la 80e. Je pense qu'à la 80e, c'est là où j'ai regardé l'horloge et on a un petit peu levé le pied. Mais bon, comment réagir une fois qu'on a marqué le premier but 1-0, ensuite on a eu des moments un petit peu plus difficiles, mais on a réussi à plier l'affaire ensuite avec les deux buts. Donc tout s'est bien passé pour nous. Patrick Brandenburg. Gut, natürlich. Sehr gut. Tolle Pässe gespielt. Das erste Tor super vorbereitet. Die Großchance Opa sensationell vorbereitet. Ganz tolle Pässe gespielt. Weiß nicht genau, ob das Tor Adrian nach Pass auf, möglicherweise hat er den auch gespielt auf Opa. Bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Also war einfach ein großes Spiel. Kann auch sein. Wie gesagt, aber es ist auf jeden Fall ein tolles Spiel von ihm gewesen. Und für uns total wichtig, keine Frage.